Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich wieder über Skype eingefunden mit meinen beiden Brüdern in Deutschland, Michael und Viktor, um die nächste, jetzt bereits die 29. Lesung im zweiten Band vorzunehmen von Karl Theodor Griesinger über die Jesuiten und die Wirkung im Verborgenen und im Offenen ihres Jesuitenordens von der Gründung des Ordens bis Mitte des 19. Jahrhunderts, wo er das Buch geschrieben hat. Wir sind immer noch im zweiten Band, im siebten abschließenden Buch. Wir schließen heute das erste Kapitel des siebten Buches ab, werden uns dann in das zweite Kapitel reinbegeben. Soweit habe ich schon vorgelesen, das werden wir ganz sicher schaffen. Und ich wollte noch mal eben kurz auf die Sendung von gestern zurückkommen. Also die letzte Lesung, Lesung 28, weil mir ist doch aufgefallen, dass was ich bei Tapassorsi bereits gelernt habe in seinem Buch Herrscher des Bösen, das wird hier von Griesinger auch wiedergegeben. Aber Griesinger schreibt, wo Tapassorsi zwei Sätze schreibt, eine ganze Seite. Und das finde ich das Interessante an diesem Buch von Griesinger, diese Details, die er da mit reinbringt, diese noch mehr extra Informationen, fundierte Informationen, die es uns noch besser verstehen lässt, als einfach nur, was Tapassorsi mehr oder weniger macht, den Fakt hinzuschreiben. Und Griesinger schreibt den Fakt hin, aber geht dann noch sehr tief auf die Einzelheiten dieses Faktes ein. Und das werdet ihr gleich sehen, wenn wir das Ende dieses Kapitels lesen werden. Ich werde euch auch gleich sagen, das ist nichts für schwache Gemüter. Also zieht euch einen Schutzhelm über die Ohren. Es sind ein paar Dinge, die nicht so besonders appetitlich sind zum Lesen dabei, aber das muss man eben auch alles wissen, das muss auch alles besprochen werden. Ja, und da wir uns so etwas über die Mitte Januar befinden, bei mir hat es heute den ersten Tag ein bisschen geschneit und bei Michael wohl auch, der musste nämlich auch Schnee schippen. Und bei Viktor haben sie wieder in den Himmel gesprüht, wie wir das auch alles kennen. Und deswegen möchte ich jetzt ganz herzlich meine beiden Brüder über Skype begrüßen, Michael und Viktor, die mir hier zugeschaltet sind. Hallo Viktor, herzlich willkommen zur Lesung heute. Und ich hoffe, du hast das Chemtrail-Sprühen überlebt, ja? Ja, moin moin, hallo, ja, alles gut soweit. Freut mich, mit euch verbunden zu sein. Und ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen, Jörg. Also der Griesinger, diese Detailreiche in seinem Werk oder in diesen zwei Bänden, die gibt dann einem auch vielleicht nochmal hier und da so einen Hinweis, zum Beispiel auch, ja, so öffentliche Wahrnehmung oder ja, so sage ich mal, Details, Dinge, die dann, sage ich mal, eher auch ein besseres Bild noch der damaligen Zeit, was sich da abgespielt hat, so ja, einem ja so vor Augen geführt wird, dass man halt auch vielleicht mit der heutigen Zeit auch besser gute Parallelen ziehen kann, weil wir ja immer wissen, dass sich Geschichte irgendwo ab einem gewissen Punkt immer wiederholt und man dadurch schon vielleicht immer gewisse ja Strömungen oder sagen wir zumindest mal, wenn eine Saat gesät wird, dass wir, wie du auch schon angefügt hattest, in den letzten, ja, ich glaube auch in der letzten Lesung, dass das immer schon hunderte Jahre im Voraus schon geplant ist. Und daher ist da sowas immer ganz hilfreich. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, und damit gebe ich dann ab an Bruder Michael. Hallo, Michael. Der findet seinen Mikrofonschalter nicht. Doch, habe ich schon, aber der Computer ist jetzt gerade nicht besonders schnell. Ja, vielen Dank für den ganzen Schnee, den wir aus Belgien bekommen haben. Ich Nein, habe es nein, ganz. nein, 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 nein. Doch, doch, Das kommt doch. bei mir aus dem Westen. Das ist von der Küste, von der Nordsee her. Ah, so. Ich Ah, habe ja, keinen verstehe. Ostwind, ich habe Westwind hier. Ach Ja. ja, dann kriegt ihr das aus Belgien. Wir kriegen das ja aus dem Westen. Ja, stimmt, hast ja recht. Du Ja. wohnst ja im Westen von mir, im Ich Osten wohne. von mir. Ist ja Ja, genau. richtig. Ja. Mensch, ja. Ja. Wetter kommt immer. Könnte nur von der Küste aus, Ja, ne? voreinschalten des Mundwerks, Gehirn einschalten, wird mir auch manchmal helfen. Gut. Naja, macht ja nichts. Tut mir leid dann, Michi. Alles gut. Michi? Da reden wir nochmal Ja. drüber. Wo der Viktor gerade sagte, die Detailreichheit von dem Herrn Griesinger, da wäre ich mal speziell mal daran interessiert, warum der gute Mann denn tatsächlich so einen Hals auf die Jesuiten gehabt hat. Der muss ja schon einen ziemlichen Hals gehabt haben, bei dem, wie er da ins Detail gegangen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt nur des Geldes wegen gemacht hat mit so einem Thema. Also ich denke mal, das ist ganz interessant. Der kommt ja aus dieser klerikalen Ecke.
ja, da auch vielleicht mal irgendwie im Laufe dieser Lesung werde ich mal vielleicht mal forschen, ob ich noch ein bisschen mehr zu ihm aushorchen kann und mich dann gegebenenfalls mal zu melden. Ansonsten machen wir heute einfach da weiter, wo wir aufgehört haben und haben mal das große Glück, dass wir jetzt erstmal direkt deine Lesung und deine Kommentare verfolgen können, denn ich, so wie ich dich kenne, hast du bestimmt schon ganz viele kleine gelben Zettelchen daran gemacht an deinem PDF. Naja, das hält sich in Grenzen heute, ehrlich gesagt. Aber ich gehe gar nicht groß zurück auf das, was wir gestern gelesen haben. Das war hier auf Seite 336. Ich fahre direkt fort hier, wo ich gelb angestrichen habe, dass wir hier unsere nächste Lesung beginnen müssen. Er fährt hier fort, man wird stets von einem eigentümlichen Gefühl ergriffen, wenn ein Mächtiger dieser Erde, dessen Ruhm einstens die Welt erfüllte, auf elende Art herabgekommenen Zustande endet. Und eben dieses Gefühl bemächtigt sich unserer auch, wenn wir das Ende des Jesuitenordens betrachten. Er war riesig angewachsen in der kurzen Zeit seines Bestehens. Riesiger als irgendein sonstiges von Menschen gegründetes Institut. Denn er zählte nicht weniger als 22.792 geweihte Mitglieder, ohne die vielen Affiliierten, Novizen und Laienbrüder. Über die gesamte Erde hin behuten, ja, manche Worte kann ich auch beim zweiten Mal noch nicht lesen. Über die ganze Erde hin behuten sich noch vor 10 Jahren seine Besitzungen und seine Generale, die von ihrem Professhauspalast zu Rom aus das Ganze dirigierten, stand ein Reichtum und ein Dominium zu Gebot, dessen sich sonst nicht leicht ein regierendes Haupt rühmen konnte. Die Fußnote werden wir hier ein wenig überspringen, weil da geht es hier nur darüber, welche die verschiedenen Generäle des Jesuitenordens waren von der Zeit der Gründung. Ignatius Loyola als Spanier der Erste, 1541 gewählt und so weiter und so weiter. Das Interessante ist, dass nach 3 Spaniern das Erste, was nicht Spanier ist, ein Belgier ist, ausgerechnet. Belgier haben viele Generäle der Jesuiten gestellt, wie zum Beispiel Jan-Peter Smets und noch ein paar andere. Auf jeden Fall, da gehen wir jetzt nicht unbedingt drauf ein, aber es ist eben so, hier eben auch eine kleine Einteilung der verschiedenen Assistenzen, ja, deren es 5 gibt, die italienische, die portugiesische, die spanische, die französische und die deutsche und wie das aufgeteilt ist. Ja. Und gewiss, sagt der Autor in dieser Fußnote weiter, ein ungeheures Dominium, besonders wenn man sich vergegenwärtigt, dass sich in einer jeden Provinz gewiss nie unter 20 Kollegien und sonstigen jesuitischen Häusern befanden. Also es ist wirklich eine monströse Organisation im wahrsten Sinne des Wortes, die sie sich da in der Zeit aufgebaut haben. Aber eben durch jene 2 Dinge, ich meine den großen Reichtum und das große Dominium, wurden die Jesuiten stolz bis zum Wahnsinn und zugleich wollüstig bis zur Niederträchtigkeit. Stolz bis zum Wahnsinn, das könnte man natürlich auch biblisch sehen und da zum Beispiel dann Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15 anholen, wo es um den Sohn der Morgenröte geht, der ja auch durch seinen Stolz dafür gesorgt hat, dass er aus dem Himmel gestoßen wurde. Und die Jesuiten waren auch zugleich wollüstig bis zur Niederträchtigkeit. Darüber haben wir in diesem Buch ja an verschiedenen Stellen mehr als genug gesprochen, wo diese Wollust sie hingeführt hat und vor allen Dingen, was sie da mit den Menschen angestellt haben. Aber der Autor sagt, ja, noch mehr. Weil sie viel besaßen, wollten sie alles haben. Und um dieses alles zu gewinnen, scheuten sie selbst die ärgsten Verbrechen, selbst den Mord der Regenten nicht. I-N-R-I. Es ist rechtens, heretische und abtrünnige Könige zu ermorden. So ungefähr lautet Iustrum Neca Reges Impius, einer der Lautsprüche der Jesuiten selber. Also Regentenmord oder auch Regizid, wie man es auch nennt. War es also ein Wunder, fährt der Autor fort, wenn sie nach und nach Gott und die Welt zu Feinden bekamen? Ein Wunder, wenn die ganze christliche Menschheit sich danach sehnte, ihrer loszuwerden? Daher kam es denn auch, dass nirgends in der Welt, selbst nicht einmal in Rom, wo sich doch ihr Hauptsitz befand, bei ihrer Verjagung oder Aufhebung auch nur eine Hand oder ein Fuß gerührt wurde und sie,
die in ihrer Selbstüberstürzung oder Selbstüberschätzung, würden wir heute sagen, bis auf den letzten Augenblick wähnten, sie ständen Halbgöttern an Macht gleich, mussten sich's jetzt schamrot gestehen, dass der nächste beste Bettelmönch gerade desselben Ansehens genoss wie sie. Freilich, vor 100 oder auch nur 50 Jahren wäre es anders gegangen. Und sicherlich hätte sich damals die ganze Stadt empört, wenn man ihnen zu Leibe gegangen wäre. Allein, seither hat er sich's furchtbar gewendet. Und der Kommandant der korsischen Garden, die seine Leute vor der Umstellung der Jesuitenhäuser hatte scharf laden lassen, musste sich's lächelnd gestehen, dass er sich den Feind viel zu furchtbar gedacht habe. Und genau damit hat der Orden das erreicht, was der General von Anfang an geplant hat. Den Orden harmlos wie Tauben aussehen zu lassen. Sun Tzu Technik. Erscheine schwach, wenn du stark bist, und sei stark, wenn du schwach erscheinst. Und genau das hat sich Lorenzo Ricci hier zu Herzen genommen und hat den Orden auf diese Art und Weise hier in den eigenen, ich sag jetzt mal, geplanten Untergang geführt. Und das werden wir im weiteren Verlauf dieser Lesung auch noch besser verstehen. Da muss ich gar nicht viel kommentieren. Griesinger hat das selbst sehr gut erkannt und zu Papier gebracht. Darum schreibt er weiter, trotz alledem aber wäre man sehr falsch daran, wenn man glauben würde, die Söhne Loyolas hätten sich ganz ruhig und resigniert den eingeschüchterten Tauben gleich in ihr Schicksal gefügt, oder sie hätten gar, weil man sie auf den rechten Backen schlug, der christlichen Vorschrift gemäß auch noch den linken dargeboten. Das würde ja so viel geheißen haben, als sie seien plötzlich aus Wölfen Schafe geworden. Und eine solche schnelle Charakterveränderung pflegt doch sonst nicht leicht vorzukommen. Und in der Tat, sie kam auch diesmal nicht vor, sondern die Jesuiten taten ihr Möglichstes, um den harten Schlag, der sie getroffen, sowohl zu parieren als zu reparieren. Nur spielten sie dabei nicht den Kriegsmann, der, wenn er ergriffen ist, sofort sein Schwert und mit kräftigen Hieben links und rechts ausschlägt. Nein, vielmehr griffen sie zu den altgewohnten Waffen der Verschlagenheit und Heimtücke und verbanden damit Verleumdung, Lüge und Heuchelei, um die Position des Feindes zu untergraben. Nach und nach und immer ein wenig mehr. Ja, selbst auch noch andere weitergehende Mittel verschmähten sie nicht, wenn man sich damit eines Hauptgegners schnell und sicher erledigen konnte. Und was ich unter diesen anderen Mitteln verstehe, das wird der Leser, wenn er es nicht jetzt schon ausgefunden hat, in kürzester Frist zu hören bekommen. Vor allem musste es ihnen darum zu tun sein, das Antichrist Papst Clemens XIV. Für sein Aufhebungsdekret büßen zu lassen. Denn einmal konnten sie, solange er regierte, nicht hoffen, wieder eingesetzt zu werden. Und zum anderen sollte die Welt sich überzeugen, dass das Verbrechen, sich am Jesuitenorden zu vergreifen, augenblicklich vom Himmel mit der schwersten Strafe, die es gibt, mit der Todesstrafe nämlich, geahndet werde. So ward denn vor allem der Papst als ein ruchloser Ketzer, als ein Gotteslästerer und durch Bestechung der Kurie Bekommener ausgeschrien und daraus entstanden Gerüchte, dass die Monarchen, welche die Aufhebung der Sozietät Jesu verlangt hätten, insbesondere aber Antichrist Clemens XIV., der diesem Verlangen ruchloserweise Rechnung getragen, zur Strafe hierfür in der allernächsten Zeit schon durch einen jähen Todesfall von dieser Erde würde abberufen werden. Diese Gerüchte wiederholten sich bald in immer entschiedener Weise, und in ganz Rom flüsterte man sich's ins Ohr, dass der Papst das nächste Jubeljahr wohl nicht mehr zu eröffnen imstande sein werde. Endlich wurden gar einmal über Nacht an die Tore des Vatikans die Buchstaben PSSV angeschrieben. Und als man den anderen Morgen nach dem Sinn dieses Geheimnisses fragte, zirkulierte alsbald die Auslegung Praesto sarà sede vacante. Auf Deutsch, in Bälde wird der heilige Stuhl erledigt werden. Vacante steht für frei, also vakant. Also erledigt ist nicht die korrekte Übersetzung, sondern es müsste heißen, in Bälde wird der heilige Stuhl vakant oder frei sein.
Ja, nicht genug an dem, sondern als man die Buchstaben in aller Schnelligkeit verlöscht hatte, erschienen sie, trotz der aufgestellten Wachen, am anderen Morgen zum zweiten Mal. Und zwar mit einer kleinen, noch prämierenderen Abwechslung. Denn jetzt hieß es JSSSV. Das ist in September Sara Sede Vakante. Ja, mit anderen Worten, wenn wir uns mal an die Bibel erinnern, in Daniel Kapitel 5, da steht geschrieben an einer Wand, wie im Buch Daniel, Zitat, infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautete aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Man sieht doch, wie hier auch, wie von Geisterhand diese Buchstaben in Rom erschienen sind und wie das, finde ich persönlich, doch gelingt werden kann an die Sache, wie es auch in Daniel passierte. Nur in Daniel war es mehr oder weniger die Hand Gottes, die das geschrieben hat, und hier war es mehr oder weniger die Hand Satans, die es geschrieben hat. Aber im Endeffekt läuft es hier auf dasselbe hinaus. Wenn wir hier lesen, in Daniel heißt es, die Tage deines Königtums sind gezählt, und hier ist es, deine Tage, deine königlichen Tage sind gezählt. Also eine gewisse Verwandtschaft besteht da schon. Und ich fand das ganz interessant, diese Buchstaben, die hier auf dieser Wand im, wie von Geisterhand, sage ich jetzt mal, erschienen, im Vatikan erschienen sind, zu knüpfen an das, was wir bereits in Daniel lesen. Dass es in Daniel um eine andere Sache ging, okay, aber das Prinzip, das unterliegende Prinzip finde ich hier interessant, mehr oder weniger dasselbe zu sein. Nun, der Tod des Papstes war also jetzt auf eine ganz bestimmte Zeit vorausgesagt. Und man konnte nicht mehr daran zweifeln, dass hier eine böswillige Absicht zugrunde liegen müsse. Man stellte also die genauesten Untersuchungen an und fand heraus, dass eine schwärmerische Bewohnerin des nahen Nonnenklosters Valento namens Bernardina Biruzzi bei der Sache mehr oder minder beteiligt sei. Allein umgekehrt erhielt man auch die Überzeugung, dass jene Erfindungen nicht in ihrem Gehirn gewachsen seien, sondern dass sie nur einer im Finsteren schleichenden Partei, der Partei der gestürzten Jesuiten, zum Werkzeuge gedient habe. Man verhaftete daher mehrere derselben, also Jesuiten, die sich besonders verdächtig gemacht hatten. Die Gerüchte und Prophezeiungen von dem nahen Tode des Papstes hörten aber deswegen noch nicht auf, sondern sie vermehrten sich vielmehr und nahmen ihren Flug über ganz Italien, über ganz Deutschland, über die sämtlichen katholischen Staaten der Welt. So setzte sich notwendigerweise am Ende in gar vielen die Überzeugung fest, dass im kommenden September sich etwas Großartiges ereignen müsste. Und selbst die aufgeklärtesten Männer konnten sich nicht erwehren, von diesem Glauben von Zeit zu Zeit heimgesucht zu werden. Und doch war eigentlich gar kein Grund zu diesem Glauben vorhanden. Denn Clemens XIV. Erfreute sich zur Zeit, als er die Bulle Dominus ac Redemptor Noster unterschrieb, einer ganz vorzüglichen Gesundheit, muss man eben das Bild hier verändern, einer ganz vorzüglichen Gesundheit, und sein fester Körperbau sowie sein stets heiterer und fröhlicher Sinn ließen nicht im geringsten, also auf keine Art und Weise darauf schließen, dass ihn eine plötzliche tödliche Krankheit erfassen könnte. Überdem lebte er äußerst mäßig, hatte aber dagegen den besten Appetit und sein ganzes Aussehen und Auftreten war noch so jugendlich stramm, dass man ihn eher für einen 50er als für einen Mann von 69 Jahren hielt. Da geschah es, dass er plötzlich in der Karwoche des Jahres 1774 nach einem sehr frugalen, aber mit vielem Appetit eingenommenen Mittagessen eine Art von Erschütterung in seinem Inneren spürte, welche von einem großen Kältegefühl begleitet war. Von diesem Augenblicke an verlor sich seine bisher so helle und klare Stimme, und es überfiel ihn eine ganz seltsame Art von Katarrh, verbunden mit großer Heiserkeit. Mund und Schlund entzündeten sich, und er empfand ein heftiges Brennen im Halse. Zugleich stellte sich Ekel und Unruhe ein, und um Atem zu holen, musste er den Mund stets offen halten.
Darauf folgten von Zeit zu Zeit Erbrechungen sowie stechende Schmerzen im Unterleib. Auch schwoll ihm der Bauch an und die Haare fielen ihm aus. Ja, selbst die Nägel an den Fingern saßen nicht mehr so fest, sondern sie fingen an, sich loszulösen. Und zugleich fühlte er in den Füßen eine solche Schwäche, dass er sich nach dem kürzesten Gange schon niedersetzen musste. Kurz, es war ihm, als ob sein ganzes Inneres sich auflöste. Und infolgedessen trat eine solche absolute Erschlaffung ein, dass er nach wenigen Wochen schon mehr einem Gespenste gleichsah als einem Menschen. Was war nun dies für eine so seltsame Krankheit, die einen bisher so gesunden Mann so urplötzlich niederwerfen konnte? Er selbst verhehlte sich keinen Augenblick lang, was ihm fehle, sondern er sprach sich vielmehr gegen seinen Leibarzt Dr. Matteo gleich von Anfang an ganz offen darüber aus, dass er sich für vergiftet halte. Und dieser Leibarzt stimmte ihm hierin vollkommen bei. Leider aber brachten die Gegengifte, welche dem armen Kranken sofort gereicht wurden, die gewünschte Wirkung nicht hervor, denn er hatte offenbar kein mineralisches, sondern ein vegetabilisches Gift bekommen, welches alsbald in die Blutgefäße eingedrungen war, und so schritt denn die Verwesung des ganzen inneren Organismus unaufhaltsam vorwärts. Am 10. September befiel ihn eine Ohnmacht, und wieder zu sich gekommen, fühlte er sich so schwach, dass man glaubte, er werde den anderen Tag nicht mehr überleben. Doch siegte für diesmal noch seine starke Natur. Eine Woche später, am 19. September, zeigte es sich, dass sein Unterleib sich vollständig entzündet habe, wie wenn er den Brand bekommen wollte. Das ist ein altes Wort für Tripper. Und zugleich ward er vom heftigsten Fieber geschüttelt. Auch mehrten sich von jetzt ab die Schmerzen so furchtbar, dass man ihn nicht ansehen konnte, ohne zum tiefsten Mitleid bewegt zu werden. Endlich dann, am 22. September 1774, machte der Tod diesem grässlichen Zustande ein Ende und die Seele des Vielgeprüften entfloh um 13 Uhr welschen Zeigers, das ist um 7:30 morgens nach unserer Art zu rechnen. Und hier möchte ich noch mal ein kurzes Zitat erwähnen aus Herrscher des Bösen, Kapitel 12. Dieses Zitat wird dem sterbenden Papst zugeschrieben. Leider wusste ich, dass Sie, also die Jesuiten, mich vergiften würden. Aber ich hatte nicht erwartet, so langsam und so grausam sterben zu müssen. Ein weiteres Zitat aus Herrscher des Bösen. Also das eben war jetzt nicht aus Herrscher des Bösen, jetzt kommt das Zitat aus Herrscher des Bösen. Gnade, Gnade, compulsus feci, ich war gezwungen, es zu tun, heißt es. Viele Jahre später fragten sich die Historiker, an wen sich Ganganelli wandte. Gott? Ein rachsüchtiger Jesuitenmörder? Ricci? Und vor allem, zu was wurde er gezwungen zu tun? Die Jesuiten abschaffen? Selbstmord begehen? Die endgültige Antwort werden wir vielleicht nie erfahren, denn die persönlichen Papiere und Gegenstände des Papstes zerfielen genauso schnell wie sein Leichnam. Bekannt ist jedoch, dass der Tod Clemens XIV. Nach den Worten des Oxford Book of Popes, Zitat, das Ansehen des Papsttums auf den niedrigsten Stand seit vielen Jahrhunderten gebracht hat. Genau das hat Lorenzo Ricci für seine amerikanische Revolution gebraucht. Und genau dieser Satz aus dem Oxford Book of Popes ist der Satz, der einem jeden, der diese Geschichte studiert, endlich ohne Zweifel die Augen öffnen sollte. Das Ansehen des Papsttums sank auf den niedrigsten Stand seit Jahrhunderten. Jetzt wollen wir doch mal eben eine kleine Rechensumme machen. Ja? Dann wollen wir eben kurz Bilanz ziehen. Die Jesuiten sind mit der Bulle Dominus ac Redemptor Noster von Antichrist Papst Clement XIV. Verboten worden. Wie wir dann sehen werden, wird diese Bulle auch sehr weit, wenn nicht beinahe überall, mit wenigen Ausnahmen, die wir besprechen werden, sehr rigoros durchgesetzt. Wie rigoros, das lässt noch immer eine Diskussion über. Aber der Jesuitenorden wird außer Wirkung gesetzt durch diese Breve von Antichrist Papst Clement XIV. Und durch seine Art dahin zu siechen, verliert er auch noch Ansehen in der Welt. Was heißt denn das für die
ich sage es jetzt mit Absicht, für die christliche Welt. Dass man sich mit den Jesuiten besser nicht anlegt. Nein, sie wiegt sich in Sicherheit. Weil die Jesuiten sind abgeschafft und der Papst hat an Ansehen verloren und an Macht verloren. Das heißt mit anderen Worten, die christliche Welt, deswegen sage ich ja mit Absicht die christliche Welt, denkt, sie hat den Feind überwunden. Die Jesuiten sind außer Wirkung gestellt, dadurch, dass man sie verboten hat und überall rausschmeißt. Da muss man jetzt keine Angst mehr vor haben. Und der Papst hat auch keine Macht mehr, weil der ist in seinem Ansehen auf den niedrigsten Stand seit Jahrhunderten gesunken, wie Tapassorsi in seinem Buch schreibt, nicht in seinem Buch Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen, sondern das ist zitiert aus diesem, wie heißt es hier, Oxford Book of Popes, also Oxford, das ist die Universität Oxford in England, Buch der Päpste. Das ist ein katholisches, römisch-katholisches Geschichtsbuch, in dem sowas steht. Und da steht diese Bemerkung drin, dass das Ansehen der Päpste auf den niedrigsten Stand in den letzten Jahrhunderten gesunken ist. Das ist, um die Feinde des Papsttums und die Feinde der römisch-katholischen Kirche in Sicherheit zu wiegen. Eine wunderbare Täuschungstechnik, die vollkommen aufgegangen ist. Das ist zumindest mein Verständnis dafür. Ich weiß nicht, Michael, ob du da vielleicht ein anderes Verständnis drüber hast. Ich wollte da eigentlich eben reingrätschen, weil ich diese Bulle für so interessant halte, weil es das erste Mal ist, zumindest nach meinem Verständnis, dass eine päpstliche Bulle eine andere päpstliche Bulle aufgehoben hat. Und daran sehen wir doch schon unser Verständnis der unheimlichen Unfehlbarkeit, wenn der Papst ex cathedra spricht. Also da kann man ja an dieser Hand dieser Bulle schon sehen, die ja angeblich, wenn man den Jesuiten glauben würde, keine Bulle war, mit denen die verboten worden ist, kann man ja schon sehen, dass sich da auch die ganze Rechtsprechung sozusagen da widerspricht. Also ich kann ja nur nicht einen Befehl als unfehlbarer Mensch erlassen und ihn dann wieder aufheben. Und deswegen fand ich diesen Papst auch so bedeutsam, weil er halt einfach die, ja, zu Deutsch benutze ich den Ausdruck jetzt nicht, aber er hatte halt die Schuspe, den Jesuitenorden da zu verbieten. Und ich denke, er wusste auch damals, mit wem er sich da anlegt. Und deswegen finde ich diese Bulle halt so interessant. Weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das halt einfach so ein absoluter, ganz schlagender Beweis, dass man die römisch-katholische Kirche mit ihren Bullen und ihren Päpsten alleine schon an dieser Geschichte da erkennen kann, mit wem man es da zu tun hat, nämlich jemand, der Rechtsbeugung betreibt und nicht klar Recht spricht. Und in der Bibel steht ja, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, alles andere ist vom Bösen. Ich kenne jetzt die Bibelstelle nicht, aber du wirst sie wahrscheinlich kennen. Nö, aber ich weiß, dass da drin steht, es steht unter anderem in Matthäus, es steht an zwei Stellen im Neuen Testament. Aber ich möchte gerne für unsere Zuschauer das noch ein wenig erläutern, weil du sprichst hier von zwei Bullen und viele verstehen jetzt vielleicht nicht, wovon du sprichst. Erstens wurden 1540 durch Antichrist Papst Paul III. Die Jesuiten als Orden in Wirkung gestellt mit der päpstlichen Bulle Regimini Militantis Ecclesia. Eine päpstliche Bulle ist direkt nach ihrer Verkündigung und Ausrufung in Wirkung gestellt, übergegangen oder geht über in römisch-katholisch-kanonisches Recht und ist von daher nicht kündbar, ja, ist mehr oder weniger in Stein gehauen, um es mal so auf diese Art und Weise zu sagen. Papst Clemens XIV. Hat dann mit der Bulle Dominus ac Redemptor Noster, wo er mit der die Jesuiten verboten hat, eine Bulle erlassen, womit er im Grunde die Regimini Militantis Ecclesiae Bulle für null und nichtig erklärte, weil er erklärt den Orden für null und nichtig und verbietet ihn überall. Das ginge ja so weit noch, da kann man ja sagen, ja, da machen sie vielleicht mal eine Ausnahme. Ja, die größte Ausnahme kommt noch, und deswegen bin ich da jetzt nicht drauf eingegangen, dann nehme ich das halt mal vorweg. Wir werden ja in der Zukunft noch lesen, dass der Jesuitenorden auch wieder installiert wird, nämlich von Papst Pius dem 7. 1814. Wieder mal durch eine päpstliche Bulle. Und das ist dann nun wirklich das absolute Beweismittel, dass sie sich nur gegensprechen und dass sie im Grunde machen, was sie wollen und dass sie überhaupt nicht in der Sicht, sage ich jetzt mal, sempere adem, unveränderlich sind, sondern dass sie, sag mal, ihr Fähnchen nach dem Wind hängen. Wenn Papst Pius der VII. In 1814 eine Bulle erlassen kann und tut, mit der er den Jesuitenorden wieder in allen seinen vormaligen Rechten und Wirkungen und Arbeiten einsetzt,
Dann macht er die Bulle Dominus ac Redemptor Nostro von Papst Clement dem 14. null und nichtig, der mit seiner Bulle Regimini Militantis Ecclesia von Paul dem 3. null und nichtig gemacht hat. Ja? Und das ist wirklich der größte Witz von allen. Drei verschiedene Bullen betreffende den Jesuitenorden, Installation, Verbieten und Herrinstallation. Und daran kann man sehen, dass die päpstlichen Bullen bei Weise nicht das sind, was die römisch-katholische Kirche davon behauptet, was sie eigentlich sein sollten. Den Punkt wollte ich jetzt eigentlich nicht vornehmen, weil wir das, finde ich, auch wahrscheinlich bei der Wiedereinsetzung des Ordens 1814 auch nochmal besprechen. Aber Michael hat natürlich einen ganz guten Punkt hier gemacht. Und eben dadurch, dass sie sich so widersprechen, verlieren sie natürlich auch an Glaubwürdigkeit, ne? Gehe ich mal von aus. Das war doch der Punkt, auf den du auch hinaus wolltest. Ne? Ja, es tut mir leid, wenn ich jetzt die Suspense jetzt genommen habe. Aber das ist für mich halt einfach so ein Wendepunkt in der Geschichte. Und ich finde diesen Papst also auch, ich glaube, dieser Papst hat ja auch schon gesagt, der die da verboten hat, dass er wusste, was darauf folgen würde. Und dass er mit seinem Ableben ja gerechnet hat. Und deswegen rechne ich dem das echt hoch an. Also ist wahrscheinlich einer der Päpste der besseren Sorte. Naja, da bin ich ganz anderer Meinung als du. Aus dem einfachen Grunde, weil genügend Geschichtsstudium und vor allen Dingen das Studium auch der Wirkung von Ganganelli, wie er zu seinem Posten gekommen ist, deutlich zeigt, dass er von Anfang an ein Ziehkind von Lorenzo Ricci war, der 1758 General der Jesuiten wurde und 1759, also ein Jahr später, wurde Ganganelli auf Fürbitten von Ricci in den Kardinalsposten erhoben, um eben später auch Papst werden zu können. Das war von Anfang an geplant. Der Ganganelli war kein guter Mensch. Diese Illusion, tut mir leid, Michael, die muss ich dir eben rauben. Ich meinte jetzt im Vergleich zu den Päpsten ist er einer der besseren gewesen. Er hat ja wenigstens mal irgendetwas Sinnvolles getan. Ja, aber nur weil er das geplant war. Ne? Aber doch nur weil er im Auftrag gehandelt hat, Bruder. Ja, der hat den Plan ausgeführt. Ich verstehe das ja alles schon, aber ich sage, er war ja wenigstens einer der Päpste, die mal irgendetwas Sinnvolles gemacht haben. Er müsste ja so ein bisschen mal den Sarkasmus in der Stimme verstehen. Ist ja nur nicht so, dass ich jetzt den Menschen noch toll finde, sondern es ist einfach so, dass ich sage, es ist einer der Päpste gewesen, die wenigstens mal irgendetwas Sinnvolles gemacht haben. Ich meine, die anderen, ja, da reden wir da mich nicht drüber, aber er hat ja wenigstens mal irgendetwas gemacht, wo man jetzt heutzutage festsetzen kann, dass man beispielsweise auch jemand kann ja auch als schlechtes Beispiel mal dienen. Ja, und dann kann man sagen, guck mal hier, der hat nach außen in den Jesuitenorden verboten. Das war vielleicht auch sein Auftrag. Er wusste, was er damit dann halt letzten Endes auch für einen Preis zahlen muss. Und damit die Geschichte auch wahrscheinlich dann ziemlich glaubwürdig aussieht nach außen hin. Aber er hat damit ja auch den anderen bewiesen und auch Menschen wie uns bewiesen, dass die römisch-katholische Kirche eh mit ihren Bullen fehlbar ist. Und wenn der die nicht verboten hätte, werden sie ja weiter existieren. Von daher finde ich ja schon, dass der mal irgendetwas Gutes gemacht hat. Wie gesagt, man kann ja auch als schlechtes Beispiel dienen. Es war halt nicht so gemeint, wie es jetzt rübergekommen ist, sondern es ist einer der besseren Sorte, die uns letzten Endes gezeigt hat, wie dass man letzten Endes auch durch eine schlechte Sache halt irgendwo noch etwas bewirken kann. Ja, genau. Naja, ja? Ich verstehe schon deinen Punkt. Nur ich gehe halt davon nochmal ganz stark auf den Punkt ein, dass man sich bitte niemals vertun soll. Kein einziger Papst vom ersten bis zum heutigen ist auch nur an irgendeiner Stelle seines Herzens ein guter Mensch gewesen. Keiner. Und das ist so wie mit dem ehrlichen Politiker, ne? Ja. Da kann ich jetzt nichts anderes drauf antworten, ja. Ehrlicher Politiker oder ehrlicher was sonst noch. Die Päpste sind alle korrupt bis in das letzte Stück ihres Herzens. Es sind verstockte und starrsinnige Menschen, die nur dem Bösen dienen. Genau wie Pharao in Ägypten damals. Und wer hat dem Pharao denn damals das Herz verstockt? Gott selber. Und das tut er mit den Päpsten auch. Er gebraucht sie. Und das Interessante ist hier, und das ist der Punkt, auf den Michael halt hinaus will, dass das nochmal eben deutlich wird für unsere Zuschauer auch, obwohl das ein schlechter Mensch ist,
sorgt dieser Clemens der 14. mit der Bulle Dominus ac Redemptor dafür, dass die Menschen, die sich ein wenig mit der Sache beschäftigen, sehen, was für eine Scharade der Vatikan überhaupt mit seinen Bullen und allem aufführt, weil es ist nicht so, dass diese Bullen alle unwiderruflich sind, weil Dominus ac Redemptor hebt Regimini Militantes Ecclesiae auf und die Wiedereinsetzungsbulle der Jesuiten 1814 durch Pius VII. Hebt Dominus ac Redemptor Noster wieder auf. Und von daher sehen wir, dass das alles nur eine Scharade ist. Aber es ist lange vorher geplant und die Leute spielen nur ihre Rolle. Und Papst Clement XIV. Wusste, dass er ein Märtyrer werden würde. Er wusste aber auch, dass er ein Märtyrer werden würde für den Teufel und nicht für den Gott des Himmels. Das sollen wir auch mal eben nochmal festhalten. Ja, Victor, hast du noch was dazu zu bemerken oder wollen wir weitergehen in der Lesung? Nee, ich darf noch mal ganz kurz was mit anfügen. Jetzt habe ich so lange etwas noch gewartet. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz dazu noch mal Stellung beziehen, was du eingangs gesagt hattest, nämlich, dass damit ja letztendlich diese in der öffentlichen Wahrnehmung ja das Bild entstanden ist, ja, wir sind jetzt quasi sicher, inzwischen Anführungszeichen. Also die Gefahr von den Jesuiten ist jetzt gebannt. Ich denke aber, es ist ganz gut jetzt auch hervorgehoben worden, dass letztendlich man nicht das Unkraut bei der Wurzel gepackt hat und es rausgerissen hat, sondern man hat letztendlich nur ein bisschen Erde drauf geschüttet. Und damit war dann das sichtbare Problem, ja, verschwunden. Und einige Zeit später hat sich dann, sag ich mal, das Unkraut durch diesen aufgetürmten Erdhaufen dann ist dann hindurchgewachsen und an sich dann völlig von der Wahrnehmung der Öffentlichkeit dran vorbei, wie wir heute wissen. Ja, ich glaube, das Wort, was du nicht gebraucht hast, mit dem man das eigentlich perfekt mit einem Wort umschreiben kann, das ist ganz einfach Augenwischerei. Ja, und das ist ja letztendlich auch wieder, passt ja perfekt in die Kriegstechniken der Jesuiten. Ist da ein Paradebeispiel, exakt, oder nicht? Exakt, exakt. Das ist eine perfekte Ausführung der San Zuan'schen Art des Kriegestechnik. Das ist genau das, was ich immer meinte, wenn ich dieses von San Zu angeholt habe. Ja, ganz richtig. Die Kriegstechnik von San Zu, das Buch Die Art des Krieges, wer glaubt, dass das irgendein chinesischer General geschrieben hat, dem kann ich auch eine Brücke auf den Mond verkaufen. Das Buch ist geschrieben von den Jesuiten und sie geben in diesem Buch ihre eigenen Taktiken frei. Und das wird vielleicht noch deutlicher, wenn wir Herrscher des Bösen lesen, wo das erklärt wird. Aber der Punkt ist ganz klar, hier haben die Jesuiten Augenwischerei betrieben und haben versucht, eben ihre Feinde in Sicherheit zu wiegen. Und das ist ihnen ja auch mehr oder weniger gelungen. Weil was war das direkte Resultat nach dem Verbot der Jesuiten? Wollen wir doch mal eben geschichtlich kurz weitergucken. 1773 wurden die Jesuiten verboten. 1776 haben die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Unabhängigkeit erklärt, oder besser gesagt die 13 Kolonien. Sind dann in einen 13-jährigen Unabhängigkeitskampf Krieg gegangen, haben 1789 ihre Nation ausgerufen und im selben Jahr kriegen wir die Französische Revolution, die ganze Feudalherrschaft der letzten Jahrhunderte in Frankreich umwirft und auch in Frankreich eine Republik ausruft, die zwar hier und da noch von einem Kaiser geführt wird, aber schlussendlich eine Republik ist. In der wievielten sitzt er heute in Frankreich? Ich glaube in der 5. Ne? Im Endeffekt wurde diese Zeit damals gebraucht, um die Feudalherrschaft abzuschaffen. Und das heißt mit anderen Worten, alle Könige, Fürsten und was weiß ich nicht alles, Prinzen, Kaiser wurden gestraft, für was sie den Jesuiten angetan haben, auf lange Zeit. Und sie wurden damit gestraft, dass man ihnen die Macht genommen hat und dass man ihnen ihre Position genommen hat. Weil heute gibt es ja nur noch monarchische Demokratien, wie zum Beispiel ich in Belgien hier lebe. Ja, wir sind ein Königreich. Aber der König hat nur noch eine repräsentative Funktion. Wie es auch in den Niederlanden ist, wie es in Dänemark ist, wie es in Norwegen ist, wie es in allen anderen Königreichen, England auch, allen anderen Königreichen in Europa ist. Ich wollte jetzt beinahe der EU sagen, aber da muss ich ja England rausnehmen mit dem Brexit. Also, wie es überall da ist, man hat ihnen die Macht genommen, man hat sie bestraft für das, was sie den Jesuiten angetan haben.
Und gleichzeitig hat man dann natürlich diese menschengemachten Regierungsformen, Republiken und Demokratien, die daraus dann später erwuchsen, infiltriert und vollständig übernommen. Also im Grunde herrschen heute dieselben wie vor 500 Jahren. Das Problem ist nur, dass es den meisten Leuten nicht gezeigt wird, weil die Jesuiten Meister sind in der Augenwischerei. So, habt ihr da noch was zu sagen? Nö, dann lesen wir mal weiter. Also, ich fand das Zitat halt sehr interessant nach dem Motto, ich war gezwungen, es zu tun. Natürlich war er gezwungen, es zu tun. Er war ein Mittel zum Zweck. Er war ein Werkzeug in den Händen der Jesuiten. Ja? Was war er gezwungen zu tun? Die Jesuiten abschaffen, Selbstmord begehen. Wir werden die endgültige Antwort vielleicht nie erfahren, denn seine persönlichen Papiere und Gegenstände zerfielen genauso schnell wie sein Leichnam. Und da lesen wir jetzt auch weiter in dem Buch. Sehr interessant, was jetzt noch kommt. In ganz Rom, fährt der Autor nämlich fort, sagt, war man einstimmig darüber, dass der Papst an Vergiftung gestorben sei. Und zwar an dem sogenannten Aquetta, welches in Apulien und Kalabrien bereitet wird. Denn dieses wirkt nicht nur stets tödlich, sondern man kann auch nach der Dosis im Voraus berechnen, wann der Vergiftete sterben muss. Wenn übrigens noch jemand in Zweifel darüber gewesen wäre, ob eine Vergiftung stattgefunden habe oder nicht, so hätte sich dieser Zweifel beim Ansehen des Leichnams sogleich lösen müssen. Wie man nämlich den Tag darauf, also am 23. September, daran ging, den Toten einzubalsamieren, fand sich, dass das Gesicht bleifarbig aussah, während Lippen und Nägel ganz schwarz geworden waren. Auch zeigten sich an den Armen, den Seiten, den Schenkeln und den Füßen unter der Haut aschfarbene Striche. Und an anderen Orten traten blaue Flecken hervor, wie wenn alles Blut geronnen wäre. Man öffnete nun den Körper, um die Eingeweide herauszunehmen, und es gelang dies endlich, obwohl mit vieler Mühe, indem sie ganz krebsartig angefressen waren. Sofort brachte man sie, da sie stark rochen, in ein besonderes, wohlverschlossenes Gefäß und stellte dieses auf die Seite, während man mit der Sektion fortschritt. Es stand aber keine Stunde an, so zersprang das Gefäß mit einem furchtbaren Knall, und die von den Eingeweiden ausströmenden Gase entwickelten nun einen solch grässlichen Gestank, dass man es nicht mehr im Zimmer aushalten konnte. Man müsste also von der Einbalsamierung für heute abstehen. Wie man jedoch am anderen Tag, den 24. wiederkam, fand man, dass die Fäulnis bereits übermäßig große Fortschritte gemacht hatte. Fortschritte, wie sie nie bei normalen Sterbefällen, sondern nur bei Vergiftungen vorzukommen pflegen. Hände und Gesicht waren ganz schwarz geworden und auf der Haut erschienen dicke, mit einer hässlichen Lymphe gefüllte Blasen. Wenn man diese Blasen aber anschnitt oder sie auch nur drückte, so entstand wieder ein Gestank, ganz ähnlich dem, welchen die Eingeweide ausgeströmt hatten. Und man musste sich also wohl hüten, ihnen auf irgendeine Weise nahe zu kommen. Doch dies war noch das Geringste. Eine weit größere Schwierigkeit bot dem Einbalsamierungsgeschäft der Umstand dar, dass sich fast am ganzen Körper des Toten die Haut loslöste, wie bei einem verwesten Aase. Sogar die Nägel schälten sich ab und die Haare blieben alle an dem Kissen hängen, auf welchem der Kopf geruht hatte. Unter solchen Umständen war natürlich von einer Einbalsamierung keine Rede mehr, sondern man musste sich beeilen, den Leichnam in einen Sarg zu bringen, ehe die Glieder ganz auseinanderfielen, und das römische Volk kannte also für diesmal des Schauspiels der Ausstellung einer päpstlichen Leiche in ihrem vollen Ornate nicht teilhaftig werden. Man darf somit als konstatiert annehmen, dass Antichrist Papst Clemens XIV. An Vergiftung starb. Allein eine andere Frage ist, wer ihn vergiftete? Das Volk von Rom war schnell mit einer Antwort fertig und rief aus einer Kehle, das haben die Jesuiten getan. Ganz ebenso urteilte auch ein großer Teil der übrigen Welt, und da man sich gestehen muss, dass die Söhne Loyolas ein mehr als großes Interesse dabei hatten, diesen ihren Todfeind aus der Welt geschafft zu sehen, so dürfte wohl selbiges Urteil so ziemlich der Wahrheit nahe kommen.
Sie, die Mitglieder des gewesenen Ordens Jesu, hatten ja einen Racheakt auszuüben, und dass es nicht gegen ihre Moral verstieß, zur Ausführung eines solchen Aktes zu Gift oder Dolch seine Zuflucht zu nehmen, das haben wir im letzten Buche bereits hinlänglich genau erfahren. Überdies durften sie bei der großen Partie, über die sie im Kardinalskollegium verfügten, hoffen, beim nächsten Konklave der Kirche ein Oberhaupt zu geben, welches ganz andere Gesinnungen gegen die Gesellschaft Jesu hege als Clemens Ganganelli. Und um eine solche Hoffnung so bald als möglich verwirklicht zu sehen, durfte man sich ja nicht eine solche Kleinigkeit erlauben, als in den Augen der Loyoliten der Mord eines Menschen war. Doch sei dem, wie ihm wolle. Sei die Vergiftung des Papstes Clemens XIV. Ein Werk der Söhne Loyolas, oder sei sie es nicht. Jedenfalls ist so viel sicher, dass sie eine unendliche Freude über den Hingang ihres Todfeindes bezeugten und sein Andenken auf eine Weise lästerten, als wäre derselbe ein Auswürfling von der Menschheit gewesen. Sie nannten ihn einen Betrüger und Schwachkopf zugleich und gaben eine Menge Pamphlete über ihn heraus, worin sie seine abscheuliche Tyrannei mit den schwärzesten Farben malten. Von dem Aufhebungsbriefe aber, das ist von der Bulle Dominus ac Redemptor Nostor, sagten sie, sie wimmle von Absurditäten, Lügen und Widersprüchen, und sie habe daher nicht mehr Wert, als dass man sie ins Feuer werfe und zu Asche verbrenne. So trieben sie es verschiedene Jahre lang, ohne je auch nur ein klein wenig in ihrer Wut und Schadenfreude nachzulassen, indem sie hofften, dass sie, je mehr sie schimpften und tobten, umso eher die ganze Christenheit zu ihrer Ansicht bekehren würden. Als sie aber sahen, dass sie gerade das Gegenteil bewirkten und dass nicht wenige eben wegen dieser ihrer tollheftigen Schmähungen offen auf sie als die Mörder Ganganellis deuteten, da lenkten sie auf einmal ein und probierten nun einen ganz anderen Weg, um das Aufhebungsdekret zu nullifizieren. Plötzlich nämlich stellten sie ihre Schmähungen gegen den toten Clemens gänzlich ein und produzierten dagegen ein von dem Verstorbenen, wie sie sagten, höchst eigenhändig verfasstes Schriftstück, das einen vollständigen Widerruf der Bulle Dominus ac Redemptor Nostor enthielt. Kaum, so setzten sie zur näheren Erklärung bei, kaum habe der Papst sein schlimmes Breve unterschrieben, als er von außerordentlicher Gewissensqual getrieben daran dachte, den Schaden, den er durch die Aufhebung der Gesellschaft Jesu der ganzen Christenheit erwiesen, so viel wie möglich wieder zu ersetzen. Und so sei er denn zu einem Entschluss gekommen, durch einen ebenso solennen, das ist feierlichen, als freiwilligen Widerruf der aufgehobenen Gesellschaft ein Zeugnis ihrer Gerechtigkeit zu geben, damit sie desto gewisser von seinem Nachfolger in den vorigen Stand wieder zurückversetzt werde. So wie er aber den Widerruf ausgesetzt und mit eigener Hand unterschrieben, so habe er ihn beim Großpönentiär und Kardinal Bosci übergeben, mit dem Befehle, ihn dem künftigen Papst zuzustellen. Wohlgemerkt, übrigens ganz in der Stille, damit die Machthaber von Frankreich, Spanien, Portugal und Neapel nicht gleich wieder Lärm schlügen. Diesem Befehle sei der jetzt verstorbene Bosci auch wirklich nachgekommen, und es hätten sich sofort alle höheren Würdenträger der Kirche eine Abschrift von dem Widerrufe genommen. Aus Furcht jedoch wäre man jetzt nicht mit dem Schriftstücke ans Tageslicht getreten, und erst jetzt, 18 Jahre nach dem Tod Clemens XIV., dürfe man dies wagen, weil jetzt ganz andere Machthaber auf den bourbonischen Thronen säßen. So sprachen die Jesuiten, und sie waren nun wirklich schamlos genug, mit dem Widerrufe offen vor der Welt zu prangen. Ich sage, schamlos genug. Denn man durfte durchgeben, so wusste man genau, dass es Clemens XIV. Nicht verfasst haben konnte, sondern dass es ein Machwerk der Jesuiten selbst sei, welches diese eben jetzt fabriziert hatten, um damit auf ihre Wiederherstellung hinzuarbeiten. Und hiermit endet das erste Kapitel im siebten Buch aus dem Buch Die Jesuiten, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Gründung des Ordens bis jetzt. Und wir gehen in das zweite Kapitel über, die Wiedereinsetzung des Jesuitenordens oder die Nullifizierung der Bulle Dominus ac Redemptor Nostor.
Aber ich möchte natürlich eben noch meinen beiden Brüdern die Gelegenheit geben, einen abschließenden Kommentar zu diesem Kapitel, das wir gerade eben gelesen haben, zu geben, soweit sie da noch etwas zu sagen haben. Habt ihr da noch was zu sagen? Nö. Ich habe ja jetzt schon einiges gesagt zu dieser Bulle da, die heute besprochen worden ist. Und du hast es ja auch ins rechte Licht gerückt, meine Aussage da. Ich war da jetzt nicht so ganz konzentriert. Und das tut mir jetzt leid, dass ich jetzt heute nicht so ganz up to date bin. Ist doch nicht so schlimm, Michael. Ist doch nicht so schlimm. Ich fand es halt einfach immer bei dieser Geschichte immer so sehr interessant, dass man sich halt auf nichts verlassen kann, was von einem Menschen stammt. Ja? Und da kann man dann immer versuchen, Gott zu spielen und Gott zu sein. Und man scheitert dann immer ganz kläglich. Denn man kann letzten Endes diese Maßstäbe halt nicht erfüllen. Man ist nur ein geschaffenes Wesen und nichts anderes. Und das sollte sich eigentlich jeder hinter die Löffel schreiben, der sich zum auf Klo hinsetzen muss. Also da ist, und auch derjenige, der halt in ganz normalen Fleisch steckt. Ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich habe da immer so meine Probleme mit Menschen, die sich für besonders intelligent halten. Ich halte mich nur für besonders neugierig. Das ist vielleicht der Unterschied zu den meisten anderen. Und deswegen lese ich immer unheimlich viel und höre dir zum Beispiel zu und informiere mich überall. Und das ist eine Sache, die man da draußen wirklich machen sollte. Gerade auch speziell alte Bücher. Denn da kommt man an Sachen dran, das ist echt unglaublich. Wir lesen ja Bücher aus einer Zeit, wo halt vielerlei Presse noch frei gewesen ist. Ja, wobei ja die ersten Nachrichtenagenturen ja schon 1840 gegründet worden sind, aber zu dem Zeitpunkt, wo dieses Buch rauskam, durfte man ja noch gewisse Dinge schreiben, die man ja heute nicht mehr schreiben darf. Und da bin ich da heute, während der Lesung, bin ich da beispielsweise auf eine Seite gelandet, wo ich echt gedacht habe, ach du liebe Güte, ne? Dürfte man heutzutage so nicht schreiben. Da hat der Spiegel Online beispielsweise in einer Ausgabe von 1965, also ist schon ewig her, geschrieben, Jesuiten, und dann die Überschrift heißt Kriegsdienst für Gott. Da stelle ich mir gerade mal vor, wenn heutzutage nach 50 Jahren, nach 54 Jahren, wir jetzt mit dem amtierenden Jesuitenpapst so eine Anzeige oder so ein Titelblatt. So eine Schlagzeile, ja. So eine Schlagzeile, Titelblatt wäre undenkbar. Also da ist. Ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich würde es auch mal einblenden, wenn ich es eben darf. Weil ich finde es halt sowas von. Mach ja. Gerne. Musst du halt nur so kurz den Schirm teilen und dann. Ja, ich bin schon am Teilen. Ist jetzt auch nicht die Hyper-Schlagzeile. Jetzt versagt gerade mein PC und ich habe ein ganz blaues Bild, obwohl ich doch keinen Alkohol trinke. Ich weiß nicht. Das sind nun mal die kleinen. Seht ihr was oder seht ihr nichts? Wir sehen deinen blauen Skype-Schirm, ja. Ganz toll. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich klicken soll. Ich sehe kein Feld. Ja, du musst das Skype-Feld klein machen. Und ja, dann sehen wir deinen Desktop, ne? Ah, so. So. Schön. Ja. Siehst du, da ist es ja. Doch. Ja, da ist die schöne Schlagzeile: Kriegsdienst für Gott. Ah, mit Petro Arrupe, ne? Ist das da nicht der schwarze Papst? Genau. Petro Arrupe, genau. Ne? Ja. Genau. Ja, also, da kann man doch mal sehen, wie weit unsere Pressefreiheit reicht, ne? Also. Der Spanier Pedro Arrupe, 57, General des Jesuitenordens, verglich den Katholizismus mit Coca-Cola. Er sei zwar sicher kein mildes Getränk, doch zweifellos eine ausgezeichnete Ware. Nur wir wissen nicht, wie wir sie verkaufen sollen. Moderne Geschäftsleute, die uns beobachten, müssen die Köpfe schütteln. Also wenn mir hier der Pedro Arrupe schon diese Steilvorlage gibt, die römisch-katholische Kirche mit Coca-Cola zu vergleichen, dann kann ich doch nur sagen, wer schon jemals über Nacht ein Stück Fleisch in Coca-Cola gelegt hat und das am nächsten Morgen wieder rausholen wollte, der hat gesehen, was die Coca-Cola mit dem Fleisch gemacht hat. Und genau das macht die römisch-katholische Kirche mit dem Verstand und mit dem Glauben der Menschen, die in sie hineingehen. Das musst du klicken, ja. Ja, und im Endeffekt ist es so, man kann ja ruhig die Katholizismus mit Coca-Cola vergleichen, beides bringt dich ja auf lange Zeit um. Ne? Also da ist ja jetzt kein Unterschied, du hast ja von beidem letzten Endes nur einen kurzfristigen, ganz, ganz kurzfristigen Genuss und nach dem Hochgefühl kommt dann halt das Erwachen, wo du dann denkst, oh Mist, hätte ich mal nicht gemacht. Ne? Steht das nicht in der Bibel geschrieben, Michael, in Offenbarung? Du wirst es essen und es wird schmecken wie Honig, aber es wird bitter in deinem Magen? Das habe ich nicht präsent, aber
Nee, ich auch nicht, aber das steht in der Offenbarung damit drin, nach dem Motto, etwas erscheint erst süß und köstlich und lecker, aber danach, wenn das dann verdaut werden muss, dann ist das irgendwie gar nicht mehr so gut. Und genauso ist das mit dem Katholizismus. Die Lehre von den Katholiken kommt erstmal süß und leicht und lecker rein. Das ist ja alles ganz toll, das ist ja alles ganz göttlich. Und ja, wer will denn nicht Frieden? Wer will denn nicht Freiheit? Wer will denn nicht Wohltätigkeit? Wer will denn nicht Reichtum für alle? Das wollen wir doch alle. Lass uns doch mal ehrlich sein. Das Problem ist nur, wenn ich die Sprache der römisch-katholischen Kirche verstehe und ich dann verstehe, dass sie eine Umverteilung des Reichtums vorhaben, das sich manifestiert in Bullen wie Caritas in Veritate von Papst Benedikt XVI. Aus 2009 und ich dann verstehe, was das alles beinhaltet. Und wenn ich verstehe, dass wenn die römisch-katholische Kirche von Freiheit spricht, sie nur die Freiheit meint, den römischen Katholizismus frönen zu können und dem nachgehen zu können, ungestört. Und dass der römische Katholizismus eben kein Christentum ist, dann begreife ich erst, was die mit Freiheit meinen. Ja? Ich muss die Papstsprache begreifen. Da hat uns ja Richard Bennett sehr mitgeholfen. Ne? Da hatten wir ja auch gesehen in seinem Papier, was er gemacht hat über der Papst, Rom und die Europäische Union im Nachtrag von Herrscher, von hinter den Diktatoren. Das ja damals Victor übersetzt hatte, das ganze Buch. In der Zeile sind ja auch viele Dinge davon Richard Bennett reingekommen, der halt sehr gut ist mit dieser Papstsprache, die zu lesen und zu verstehen und zu analysieren. Aber ich will gar nicht so viel quatschen. Ich sehe, dass du hier etwas blau unterlegt hast. Du wolltest das vielleicht nochmal vorlesen und mit unseren. Ja, ich finde das halt deswegen so interessant, weil ich halt immer auf dem Standpunkt stehe, man muss halt auch mal ausländische Presse lesen, man muss auch mal die Presse lesen von früher. Dann hat man also plötzlich ganz andere, ganz klare Aussagen, die wir heutzutage so gar nicht mehr aufgrund der politischen Correctness ja so gar nicht mehr treffen. Und wenn hier der Spiegel, der ja nun nicht jetzt die Seriosität per se gebucht hat, aber immerhin dann 1965 schreibt, Jesuit Mario von Galli verglich im deutschen Rundfunk die Rede Arupes, also dem schwarzen Papst zu seiner Zeit, despektierlich mit den Kreuzzugsaufrufen des Jesuitenpaters Lombardi, der in Italien, ähnlich wie Jesuitenpater Leppich in Deutschland, als Lautsprecher Gottes apostrophiert. Ja, und ein Jesuitenprofessor, den das US-Nachrichtenmagazin Time anonym zitierte, urteilte gar über die Intervention des Jesuitengenerals, seine Sprache war die alter römischer Papstbullen. Und egal, wo ich jetzt in diesem Artikel gucke und suche, die haben damals doch noch ein bisschen mehr Klartext geredet. Wenn ich hier lese, zum Beispiel die Kampfansage des Generals, also da hat ja mit einem priesterlichen Würdenamt und dem Gebot von Jesus Christus, liebet eure Feinde wie euch selbst, nicht mehr so viel zu tun. Ne? Nee, das stimmt. Und deswegen lese ich unheimlich gerne, und ich kann da wirklich nur jeden dazu aufmuntern, lese ich unheimlich gerne mal so diese alten Berichte, weil man da noch so die relativ ungefilterte, also ungefiltert ist sie nicht, aber eine alternative Sichtweise kriegt. Und wir haben hier letzten Endes so viele Sachen da drin, die immer noch durchscheinen, die heutzutage halt total im Verborgenen liegen. Und wir sollten uns letzten Endes halt alle möglichen Quellen irgendwo mal zunutze machen, denn wir wissen ja nicht, wie lange diese Sachen da noch online sind. Weswegen ich auch übrigens immer ganz toll finde, dass du in den Videos auch immer eine Verlinkung zu dem PDF machst. Da gibt es ja so viel zu entdecken, das können wir in diesem Leben ja gar nicht mehr schaffen. Aber ich habe heute mit dieser Lesung halt mal wieder ein bisschen aufgefrischt, und ich bin heute, wie gesagt, nicht so ganz topfit, aber das kann demnächst ja nur besser werden, und damit es besser wird, gebe ich jetzt das Wort ab an den Viktor. Ja, vielen Dank. Ich hab da letztendlich gar nicht so viel mehr noch zu anzufügen, außer ja, Coca-Cola, das Beispiel mit der römisch-katholischen Kirche. Ja, so süß-sauer, ne? Also ist ja süß und aber auch säurehaltig. Beziehungsweise die Hefe, der Sauerteig, der sich dann sozusagen in dem Getränk, ja, nicht in Form des Teiges, aber ja, durch Säure, Kohlensäure und Zitronensäure ja bemerkbar macht. Nein, das war jetzt an sich noch ganz interessant, so der Punkt. Ich denke, mit dem Kapitel in dem Buch, ja, ist auf jeden Fall, wie ich glaube ich letzte Lesung schon sagte, wirklich so fantastisch. Also wenn man das ausgelassen hat, diese Lektüre, und auch bis zu dem Punkt nicht gelesen hat, dann hat man auf jeden Fall was ausgelassen.
Also ich finde es auch wirklich ganz fantastisch, die Art und Weise, wie der Autor das so schildert und auch, ja, auch in der Art und Weise, auch der Sprache. Ist sehr, sehr interessant. Auch an sich, wo ich mal jetzt sagen muss, dass ich zwischendurch aber schon ein wenig angewidert war von dem, was du da vorgelesen hast. Deswegen habe ich da vorher drüber gewarnt. Ja, also ich habe aber auch zum Glück nichts vorher gegessen oder so. Also alles gut. Deswegen hatte ich zu Anfang gewarnt. Das ist ein bisschen schwer. Da kommt harte Kost auf uns zu. Deswegen habe ich das extra gesagt, weil ich wusste, dass diese Verwesung des Papstes da mehr oder weniger bis ins Detail rein beschrieben wird. Und das ist übrigens auch der Punkt, den ich mal ganz kurz machen möchte. Victor, kannst du gleich weiter sagen, deinen letzten Punkt machen. Deswegen habe ich gesagt, wo Tapper Saucy ein oder zwei Sätze schreibt, da geht Griesinger eine ganze Seite oder zwei drüber ein. Wir hatten ja in dem kleinen Kommentar aus Herrscher des Bösen Kapitel 12 gelesen, wie Tapper Saucy kurz beschrieben hatte, dass nach dem Motto so schnell wie der Leichnam verweste, auch seine Papiere verschwunden waren. Das war so dieser eine Satz, den er sagte. Und Griesinger hat eben das, wie der Leichnam sich auflöste, eine ganze Seite dran gewidmet. Und es ist diese Detailgenauigkeit, die ich bei dem Griesinger in seinem Buch so schätze. Und das ist das, was ich vorher bei der Einleitung der Lesung heute damit meinte. Aber ich möchte dir gerne noch die letzten Worte geben für heute. Oh, das ist aber nett. Nicht fertig, oder? Oh ja, doch, an sich schon. Also ich dachte, wir machen jetzt noch abschließend das erste Kapitel. Ich sehe jetzt aber auch gerade von der Zeit, wir sind jetzt offenbar auch jetzt so weit fortgeschritten, dass es sich wohl nicht mehr lohnt, jetzt noch das nächste Kapitel zu beginnen. Oder nee, Hab noch eine kleine Sache, mit der ich abschließen werde, aber... Also, okay. Gut. Nee, an sich freue ich mich dann auf die nächste Lesung mit euch und ja, verbleib auch immer mit den Worten, ja, auch lest eure Bibel und bleibt fest im Glauben und ich freue mich aufs nächste Mal und tschüss. Ja. Tschüss. Aber ich bin halt, wie gesagt, noch nicht ganz fertig. Ich habe hier noch was. Der Fels, der nicht in Rom war. Michael hat ja gerade eben uns einen Artikel gezeigt aus dem Spiegel-Magazin. Und natürlich wird er uns den Link zur Verfügung stellen und dann kann ich den auch in die Beschreibungsbox des Videos reinmachen. Ich habe hier noch ein anderes Schreiben, das heißt Der Fels, der nicht in Rom war. Das ist ein Artikel von Rudolf Augstein. Wer ist Rudolf Augstein? Michael. Kannst du doch mal deinen Monitor noch mal anmachen? Ach so, habe ich doch gerade eben gemacht. Ist das wieder weg? Mache ich das nochmal? Ja, das noch mal? War ich schon. Der Augstein ist der Herausgeber vom Spiegel, ne? Genau. Ja. So, seht ihr den Schirm wieder von mir? Ja. Okay. Das könnte man jetzt durchlesen, aber wir sind schon bei einer Stunde, wir können das ja auf ein anderes Mal verschieben. Aber der Rudolf Augstein, den man auch auf Wikipedia nachschauen kann, der Herausgeber der Spiegel, war selbst ein selbstdeklarierter Atheist. Das kann man jetzt glauben, das kann man nicht glauben, das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall hat er dem Papst gedient, weil wir wissen durch Inter Mirifica und Miranda Prorsus, dass alle Verlagshäuser, auch der Spiegel, der römisch-katholischen Kirche unterworfen sind, weil die römisch-katholische Kirche, also ihr Geburtsrecht oder ihr Urheberrecht erachtet, alle diese Medien, Presse, Funk, Fernsehen und Filmtheater und auch heute solche soziale Medien zu besitzen und zu gebrauchen für ihre Dünste. Nichtsdestotrotz hat der Rudolf Augstein hier einen Artikel geschrieben über der Fels, der nicht in Rom war, nach dem Motto, es geht ja um den um die Behauptung der römisch-katholischen Kirche, der apostolischen Nachfolge. Und er schreibt hier also wirklich ganz klar, dass Petrus überhaupt nicht in Rom war. Und das können wir uns gerne ein anderes Mal durchlesen. Das fand ich auch einen sehr interessanten Artikel, den ich mir mal rausgesucht hatte. Und natürlich wunderbar passend, dass ausgerechnet heute der Michael einen Artikel vom Spiegel hier bringt und ich diesen Artikel hier auch noch habe und wir halt zweimal den Spiegel jetzt hier anführen können. Der hier ein wenig gegen Rom schießt. Ja? Das ist die Gemeinsamkeit dieser beiden Artikel. Und damit bringe ich im Grunde meine Worte für die Sendung heute hier zum Abschluss und überlasse dann, weil Victor seinen Pulver ja auch schon bereits verschossen hat, das abschließende Wort an Michael. Bitte, Bruder.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt dem Jörg den Link geschickt von dem Spiegelartikel, den ich jetzt per in Anführungsstrichen Zufall, den es nicht gibt, gefunden habe. Und demzufolge könnt ihr euch den dann durchlesen. Interessant ist, wenn man weiter runterscrollt, da kommt er nämlich in meine Auflistung, das habe ich eben gesehen, von den ganzen Fakultäten, die dem Jesuitenorden nachgeschaltet sind. Beispielsweise 35 Universitäten, also Stand 1965, 36 Hochschulen, 800.000 Schüler, 35 Bischofssitze, 1200 Zeitschriften, 24 Rundfunksender und so weiter. Du hast da eine Dose von Pandora geöffnet, wa? Ich glaube auch. Auf jeden Fall also ein Artikel, der doch recht so umfangreich ist, sich mit solchen Sachen beschäftigt, die wir sicherlich heutzutage in dem Umfang und in der Ausführlichkeit wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Da geht es ja mittlerweile dann doch eher um so ganz wichtige weltliche Dinge wie Dschungelcamp oder mit den neuesten Kaffeemarken oder so. Ich danke auf jeden Fall dafür, diese auch für die Links, die ich jetzt auch entdecke. Und ich freue mich, wenn wir zusammen mit euch da draußen noch weiter auf die Reise gehen, dass wir halt immer bibelfester werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite das auch mit den ganzen weltlichen Dingen verknüpfen können, denn das zeigt uns ja auch, dass die Bibel in diesen ganzen Punkten recht hat. Und letzten Endes sollten wir, wenn wir wirklich ein Buch lesen, sollten wir bitte auch nur die Bibel lesen, denn das ist das wahre Wort Gottes. Alle anderen Menschensachen können niemals an dessen Authentizität und Wahrheit irgendwo gemessen werden. Von daher ist es letzten Endes alles andere, außer die Bibel zu lesen, einfach nur Zeitvertreib. Und wir haben alle nur eine relativ begrenzte Zeit auf diesem Planeten hier. Der eine hat vielleicht 40, der andere 90 Jahre, aber es ist halt keine irre lange Lebensspanne. Und deswegen würde ich sagen, nutzt die Zeit und lest in der Bibel. Es wird euch nicht nur beruhigen, es wird euch letzten Endes dann auch Trost geben, es wird euch Freude machen und ihr werdet immer irgendeine Stelle finden, die ihr noch nicht entdeckt habt. Und so kann man ein Leben lang, kann man dann so einen kleinen Entdecker spielen und diese große Neugier auf die Wahrheit, die wird letzten Endes nicht mehr von einem weichen, wenn man im Heiligen Geist wandelt. Und deswegen würde ich jetzt auch gerne mit den Worten von Jesus schließen, der da sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und deswegen sage ich halt einfach mal, vielen lieben Dank, Jesus Christus, alles das für das, was du für uns getan hast. Maranatha.